Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und heute geht es um Nvidia Experience Treiber. Da ist ja Shadowplay enthalten und damit kann man ganz einfach seine Gameplays aufnehmen oder richtig geile Momente, die man sonst eigentlich immer verpasst und niemanden zeigen kann. Das ist eigentlich ganz einfach, rechts oben klickt man auf Shadowplay, dann öffnet sich dieses Fenster und mit einem Klick startet sozusagen Shadowplay im Hintergrund. Das heißt noch nicht, dass es jetzt aufnimmt, sondern es ist sozusagen bereit dafür. Ihr könnt dann noch einstellen, wie lange es nachträglich aufnehmen soll. Das heißt, ihr habt gespielt und man kann dann bis zu 20 Minuten rückwirkend aufnehmen. Das wird dann ganz einfach mit F8 gestartet. Oder aber ihr nehmt gleich von vornherein mit F9 auf, wenn ihr halt wisst, ja, jetzt will ich was aufnehmen. Da könnt ihr natürlich dementsprechend auch einstellen, wie gut die Qualität ist, von niedrig, mittel bis hoch. Ihr könnt aber auch gleichzeitig auch eure Stimme mit aufnehmen, auch das ist möglich, oder nur die spielinterne Musik oder halt gar nichts. Das ist alles möglich, das kann man sich alles einstellen. Und dann könnt ihr noch selbst entscheiden, wohin das Ganze aufgenommen werden soll. Also normalerweise, also ich habe dann immer eine Datei und da wird das dann alles aufgenommen, reingespeichert. Ja, ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, eure Facecam mit einzufügen. Da seht ihr jetzt hier, das kann man links oben, rechts oben etc. kann man das halt einstellen. Genauso kann man halt dieses Zeichen, wo man denn sieht, okay, Shadowplay nimmt jetzt gerade auf, dann hat man so einen kleinen grünen Punkt rechts unten. Also ich habe es da zum Beispiel, wenn es jetzt gerade am Laufen ist. Ja, und ich habe mir gedacht, mit GeForce, Nvidia, dass wir zusammen ein Movie Contest starten. Bedeutet nichts anderes. Unten in der Videobeschreibung sind die ganzen Verlinkungen dazu. Da könnt ihr euch dann noch weiter informieren. Und damit ihr auch wisst, wie ihr das machen könnt, weil nicht jeder von euch ist wahrscheinlich YouTuber, ist es ganz einfach. Wenn ihr also dieses Gameplay aufgenommen habt, dann könnt ihr das in dem Windows Movie Maker bearbeiten. Und das ist auch ganz einfach, das möchte ich euch auch nochmal hier erklären. Ihr zieht einfach dann diese Datei in die Mitte hier von diesem weißen Feld, dann erscheint halt diese Zeitleiste. Das nennt man, diese ganzen vielen kleinen Bilder von diesem Video, ist dann eine Zeitleiste. Und da könnt ihr jetzt mit diesem Regler verschieben zu dem Punkt, wo ihr denn schneiden wollt. Ja, also wenn ihr jetzt nicht das ganze Gameplay zum Beispiel haben wollt, sondern nur einzelne Punkte, so coole Momente, dann zieht einfach am Anfang, wo der coole Moment anfängt, bis dahin und dann einfach auf Teilen drücken und dann wird dann das Video sozusagen geschnitten. So, den Anfang wollt ihr ja nicht haben, einfach mit Entfernen bei euch auf der Tastatur und dann ist es weg. Dann geht ihr zum Ende dieses Momentes, den ihr haben wollt und dann auch einfach wieder auf Teilen und jetzt habt ihr zum Beispiel den ersten Teil von dem, was ihr wirklich haben wollt. Ich habe ja bei mir am Anfang von dem Video, habt ihr ja gesehen, lief das alles so in Zeitlupe. Da hat man hier jetzt bei dem Movie Maker die Möglichkeit, das dementsprechend auseinanderzuziehen. Habt ihr ja gerade gesehen. Und da könnt ihr auch selbst entscheiden, mit welcher Geschwindigkeit es denn abgespielt werden soll. Jo. Dann geht's weiter, dann sucht man sich wieder den nächsten Moment etc. Und so wird es dann immer nach und nach geschnitten. Und so könnt ihr dann euer eigenes Video produzieren und könnt es dann bei YouTube hochladen. Das Ganze solltet ihr denn auf dieser Facebook-Seite von Nvidia einfügen. Dort ist auch wirklich alles im Detail erklärt, wie ihr das Ganze denn da machen sollt, also diesen Link einfügen, ihr müsst euren Namen angeben und so weiter. Und dann könnt ihr bei diesem Contest teilnehmen.
Es macht außerdem, außer Wartime Dignity, macht auch noch Take TV mit. Die sind tun Livestream, was man zum Beispiel mit Shadowplay auch machen kann. Ist auch eine coole Sache. Und ihr könnt da richtig coole Preise gewinnen. Das ist zum Beispiel Grafikkarten könnt ihr gewinnen, Gaming Seats könnt ihr gewinnen und von SteelSeries zum Beispiel Headsets und so weiter. Und das Ganze hat einen Wert von über 5000 Euro. Also es gibt für den ersten Platz was, für den zweiten Platz was, für den dritten Platz was. Und es gibt auch noch für alle Leute, die da mitvoten, also wieder nicht nur die jetzt daran teilnehmen und Videos produzieren, sondern auch die Leute, die dann voten für die Videos, die sie richtig cool finden, auch die können was gewinnen. Da wird es dann noch dementsprechend Preise geben. Das findet ihr auch alles auf der Facebook-Seite von Nvidia. Genau, was gibt's jetzt noch zu sagen? Wenn ihr noch Fragen habt in der Hinsicht, wie ihr zum Beispiel, oder wenn ihr Probleme habt mit diesem Programm hier, was auch immer, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben, dann versuche ich euch da zu helfen, wo es geht. Wir können aber auch nochmal so einen Tag machen, wo wir denn euch auf dem Teamspeak sozusagen behilflich sind und euch halt die Fragen beantworten. Jetzt seht ihr hier, also ich habe das alles aufgenommen, hier packe ich mir das dann halt, hier hole ich jetzt mir die Musik rein. Da suche ich mir dann halt dementsprechend die Musik aus und die wird dann automatisch unten in die Zeitleiste hinzugefügt. Und dann hört man die halt die Musik dazu. Das könnt ihr natürlich dann auch noch verschieben. Ihr müsst euch einfach ein bisschen ausprobieren. Also genauso habe ich ja auch angefangen. Ich habe nach und nach mir alles nach und nach beigebracht und so weiter. Und genauso müsst ihr dann auch hier bei diesem Movie Maker euch ausprobieren. Einfach ein bisschen rumfummeln und dann wird das schon funktionieren. Und wie gesagt, wenn ihr da Probleme habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir versuchen euch da so gut es als geht halt zu helfen. Beziehungsweise kommt einfach mal auf den Teamspeak. Ich werde dann mal, ein paar Leute von uns sind ja immer da, die könnt ihr dann gerne mal ansprechen und wir versuchen euch dann da dementsprechend zu helfen. So, wenn ihr das Video denn fertig habt, denn einfach rechts oben aufs Produzieren sozusagen, dann bietet er euch an, indem er ein neues Fenster öffnet, wo ihr das Ganze hinspeichern wollt, denn einfach auf Speichern und dann rendert der das. Ich habe das natürlich jetzt alles mal von der Zeit her ein bisschen verkürzt, weil das dauert dann halt schon ein bisschen länger. Wenn ihr auch die Datei in dieses Programm reinzieht, rendert der das auch nochmal vor, also das dauert dementsprechend auch nochmal ein bisschen länger. So, und dann könnt ihr euch euer fertiges Video anschauen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das bei YouTube hochzuladen. Ihr könnt ja dann einfach einen Titel wählen, dass ihr bei Nvidia Shadowplay bei dem Video-Contest mitmacht, dass die Leute dann halt auch aufmerksam auf euer Video werden und dementsprechend für euch voten. Also ihr könnt das natürlich dann auch gerne kommentieren, das Video, könnt den Leuten das erzählen, dass ihr bei diesem Contest mitmacht und ob sie halt auch für euch voten wollen. Dann einfach unten in der Videobeschreibung fügt ihr dann einfach noch den Link hinzu zu der Nvidia Facebook-Seite, so dass die Leute von euch, also eure Zuschauer sozusagen, auch dahin finden und dann auch für euch voten können. Ja, ich finde das auf jeden Fall eine richtig coole Idee, dass man ja so einfach sozusagen seine coolen Momente aufnehmen kann und das auch noch nachträglich. Also ich kenne das jetzt noch nicht von einem anderen Programm, dass man da 20 Minuten rückwirkend denn sein Gameplay da aufnehmen kann und dementsprechend dann bearbeiten kann. Also dadurch hat der Steve, der Eurobass und ich haben da schon richtig coole Sachen aufgenommen. Habt ihr ja schon gesehen bei uns auf dem Kanal. Und das könnt ihr halt auch. Ja, und dass ihr jetzt noch da bei so einem Contest mitmachen könnt und richtig geile Sachen gewinnen. Also so ein Game Seat, das ist schon echt hammer nice. So ein Teil zu Hause stehen zu haben, richtig cool, oder eine gute Grafikkarte. Ja, feine Geschichte. Ich bin gespannt auf eure Videos und ja,
Man sieht sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß dabei. Tschüss.